Bevor der Holger die Eröffnung macht, möchte ich noch mal gerne die Berufungsurkunden für unser Landesteam ausgeben. Wir haben es geschafft, dies Jahr eine, ich möchte sagen, sehr starke Gruppe zusammenzukriegen. Und ich bitte mal nach vorne die Erika Rakel, den Gustav Marquardt, den Andreas Stolpe, den Carsten Barth, den Udo Anton, den Janus Ruschwitz, den Lars Kringler, den Gisela Neumann. Das ist sozusagen unsere Kompaktmannschaft. Und ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken, dass ich diese Sportler bereits erklärt habe, aufgrund ihrer hervorragenden Leistung beim Training und bei den Wettkämpfen, das Land Brandenburg würdig zu vertreten. Für den Verbandspokal der Erwachsenen vorgestellt. Und jetzt möchte ich euch die Rekurvmannschaft vorstellen. Dazu bitte ich den Klaus Gref, die Gabi Schulz, Patricia Fechner, Hans-Heinrich Schweiger, Kathi Balura, Andreas Motzko und Mario Kaschul nach vorne. So, das sind die Sportfreunde, die uns Ende Mai, am 30. 31. glaube war das, bei dem Verbandspokal der Erwachsenen für den Landesverband des BBSV an den Start gehen werden. Ja, ich danke schon. Hat man ja alles genau. Glückwunsch. Ein siegesbewusstes Lächeln. Bitte hier staunen. Hier zu uns. Sportfreunde, auch ich habe noch eine kleine Auszeichnung vorzunehmen. Bitte mal den Bernd an meine gute Seite. Bernd hatte einen leichten runden Geburtstag diese Woche. Aus dem Grunde, die Ehrennadel in Silber des Landessportbundes Brandenburg e.V. wird für Verdienste im brandenburgischen Hochsport verliehen. Bernd Schoppel, gezeichnet Wolfgang Neubert, Präsident Landessportbund Brandenburg.